Herzlich willkommen zu der Weihnachtsspezialsendung vom Univision Newsflash. In der heutigen Ausgabe lassen wir nochmal die großen Geschehnisse des Jahres 2012 Revue passieren und werfen schon einmal einen Blick auf das kommende Jahr. Viele Themen haben uns dieses Jahr beschäftigt. Krisen, Affären und Skandale um Schulden, Dissertationen und Bundespräsidenten. Zunächst werfen wir einen Blick zurück auf das, was in Göttingen wichtig war. Sexismus in der Uniliga. Im Sommer löste die Benennungspraxis Göttinger Fußballteams in der Uniliga eine Debatte über Sexismus aus. Grund war das Team von FC Sevilla, auf deren Facebook-Seite eine heftige Diskussion entbrannte, da der als lustig gemeinte Teamname von einigen Kommilitoninnen als grenzüberschreitend empfunden wurde. Organspendeskandal. Ende Juli wurde bekannt, dass unter anderem in der Göttinger Transplantationschirurgie Krankenakten manipuliert worden sein sollen, damit bestimmte Patienten schneller an Spenderorgane kommen. Offenbar handelt es sich um Einzelfälle. Mittlerweile wurden die Kontrollen verschärft. Allerdings sind als Reaktion auf die Vorfälle in Göttingen und Regensburg die Spenderzahlen gesunken. O-Phasen-Exzesse. Auch dieses Jahr schafften es die Göttinger Studierenden wieder in die Schlagzeilen durch grenzwertige Auswüchse bei den traditionellen O-Phasen-Initiationsriten. Anwohner und Passanten beschwerten sich über Lärm und rüpelhaftes Verhalten. Ein Dutzend Erstsemestler mit Alkoholvergiftung wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Jubiläumsjahr. 2012 feierte die Uni ihr 275-jähriges Jubiläum mit zahlreichen Veranstaltungen, wie der Ausstellung Dinge des Wissens oder der ersten Nacht des Wissens. Blick aufs nächste Jahr. Wenn wir es ohne Weltuntergang dann in das Jahr 2013 geschafft haben, findet schon am 20. Januar die Landtagswahl in Niedersachsen statt. Deren Ausgang wird entscheidend sein für die Zukunft der Studiengebühren. Laut Umfragen ist eine Fortsetzung der christlich-liberalen Regierung unter David McAllister mehr als ungewiss. Allerdings ist auch der Gegenkandidat Stefan Weil der SPD noch sehr unbekannt. Man darf gespannt sein. Apropos Wahlen. In den Tagen darauf finden die Uniwahlen statt, in denen die Studierenden, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie die Lehrenden über die Zusammensetzung der universitären Gremien entscheiden. Ferner kann über die Einführung eines Bustickets abgestimmt werden. Wird sich die linke Mehrheit im Stupa behaupten können? Univision wird wieder vor Ort sein und über den Ausgang der Wahl berichten. So, nun aber genug geredet. Macht euch auf zum Weihnachtsmarkt für einen gemütlichen Glühwein. Wir wünschen euch jedenfalls ein entspanntes Weihnachtsfest, eine tolle Silvesterparty und eine schöne Auszeit vom Uni-Alltag. Viel Spaß beim Geschenke auspacken und bis zum nächsten Mal im nächsten Jahr.